Heute für euch, wie Draco Malfoy Harry Potter vor dem Basilisken in der Kammer des Schreckens gerettet hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf 5 Draco Malfoy-Theorien, die mir kürzlich aufgefallen bzw. ins Auge gesprungen sind. Zunächst möchte ich zugeben, dass es viele Debatten unter Fans darüber gibt, ob Malfoy ein erlösbarer Charakter war oder nicht. Es scheint zwei sehr unterschiedliche Lager in diesem Fall zu geben. Eines glaubt, dass Draco zu Beginn der Saga eine Schlange oder ein Verräter war und am Ende eine noch größere Schlange wurde und oder geblieben ist. Das andere Lager hingegen denkt, dass er einfach in einem Umfeld des Hasses aufgewachsen ist, aber eigentlich ein guter Mensch war. Die letztere Gruppe geht davon aus, dass Draco in der zweiten Hälfte der Saga eine sehr offensichtliche Charakterentwicklung und eine erlösende Geschichte durchläuft. Ich muss zugeben, dass ich in Bezug auf Draco Malfoy eher zur zweiten Gruppe von Fans gehöre. Klar, er war ein arroganter Reinblüter, der Harry und seine Freunde in ihrer Jugend schreckliche Dinge gelehrt hat und auch angetan hat. Aber diese schrecklichen Dinge wurden immer mit jugendlicher Absicht getan. Zum Beispiel war Draco in der Stein der Weisen dafür verantwortlich, dass Harry glaubte, er würde gegen Malfoy in einem Mitternachtsduell kämpfen müssen. Aber seine wahre Absicht war eigentlich, Harry außerhalb des Bettes zu erwischen, wie er nachts im Schloss herumläuft, was Harrys Verweis zur Folge gehabt hätte, was natürlich auch übel wäre. Draco wollte also einen Ausschluss von Harry bewirken, nicht den Tod oder gar körperlichen Schaden. Also schon heftig, aber auch nicht so heftig. Ich nehme an, du verstehst, was ich meine. Draco schien Harry zu hassen, aber nicht so sehr, dass er ihm tatsächlich Schaden zufügen würde. Zumindest als 11-jähriger Junge nicht. Natürlich gibt es im weiteren Verlauf der Saga viele Gelegenheiten, bei denen Draco Harry hätte schaden können. Zum Beispiel, als er gebeten wurde, zu erkennen, ob ein schwer entstellter Harry bzw. mit Brandzauber versehener Harry tatsächlich der Harry Potter war. In die Heiligtümer des Todes geschieht dies im Herrenhaus der Malfoys, nachdem eine Gruppe Entführer Harry, Ron und Hermine im Wald gefangen genommen hat. Hermine verzaubert Harrys Gesicht mit einem Zauber bis zur Unkenntlichkeit. Natürlich vermuten die Entführer, dass es Harry ist, und seine Blitznarbe ist natürlich daran schuld. Aber als Draco, der in den Ferien von der Schule nach Hause gekommen ist, gebeten wird zu bestätigen, dass der pausbäckige jugendliche Zauberer der Harry Potter ist, zögert er. Er weiß, dass es Harry ist. Wir wissen, dass er es weiß, aber er bestätigt es seinem Vater Lucius gegenüber nicht, obwohl es die Familie Malfoy beim Dunklen Lord wieder in große Gunst gebracht hätte. Draco weiß, dass Harry getötet worden wäre, wenn er ihn als Harry identifiziert hätte. Das ist einer der aufschlussreichsten Momente über das wahre Wesen von Draco Malfoy. Und unter genau diesem Gesichtspunkt werde ich euch heute durch die heutigen Theorien über Draco Malfoy führen. Nummer 5. Draco Malfoy hat Harry in der Kammer des Schreckens geholfen. Diese Theorie bezieht sich allerdings nur auf den Film. Es ist möglich, dass es sich um eine geheime Geschichte handelt, die J.K. Rowling im Kopf hatte, als sie den Roman schrieb. Da sie an den Film etwas mitgewirkt hat und dafür bekannt war, die Hintergrundgeschichten mit den Schauspielern und Filmemachern nach Bedarf zu teilen. Die Theorie geht auf einen kleinen Moment im Film zurück, der im Buch gar nicht vorkommt. Als Harry, Hermine und die Weasleys zu Flourish und Blotts gehen, um ihre Schulbücher zu kaufen, treffen sie auf die Malfoys. Man sieht Draco, der sich im Laden umschaut, um zu sehen, ob jemand zuschaut, bevor er eine Seite aus einem Buch herausreißt. Natürlich bedeutet das für sich im Grunde genommen nichts, aber wenn man zusammen mit der Tatsache betrachtet, dass später in der Kammer des Schreckens Ron und Harry eine versteinerte Hermine mit einer zerrissenen Seite über Basilisken in den Händen findet, kann man vielleicht eine Verbindung erkennen. Das Offensichtlichste ist natürlich, dass Hermine Informationen über den Basilisken gefunden und die Seite herausgerissen hat, um sie Harry und Ron zu bringen, als sie angegriffen wurde. Aber wann hat Hermine Granger jemals die heiligen Seiten eines Buches beschädigt? Ich muss zugeben, es fällt mir schwer vorzustellen, dass sie so nachlässig mit etwas umgeht, das sie so sehr schätzt. Nun, zurück zu Draco und seiner herausgerissenen Seite. Warum sollte er das getan haben? Wenn er eine Seite aus dem Buch wollte, hätte sein reicher Vater ihm doch einfach das ganze Buch kaufen können, oder nicht? Die Theorie besagt, dass Lucius Malfoy offen über die Gefahren gesprochen hat, die in Hogwarts für Muggelgeborene lauern, einschließlich des Basilisken und anderer Kreaturen, die mit Salazar Slytherin in Verbindung gebracht werden.
Vielleicht in dem Bestreben, mehr über das zu erfahren, worüber er seinen Vater hat reden hören, riss Draco eine Seite über eine Riesenschlange heraus. Als ihm dann klar wurde, in welch großer Gefahr die Schüler in Hogwarts schwebten, fand er einen Weg, die Seite Hermine zukommen zu lassen, damit sie sie mit Ron und Harry teilen konnte. Vielleicht hoffte Draco auch, dass die drei sich auf die Suche nach dem Basilisken machen würden, wenn sie wussten, wonach sie suchen sollten, und dann zu Schaden kämen, wenn sie ihm begegneten. Nummer 4. Im siebten Schuljahr war Malfoy der Schulsprecher von Hogwarts. Ich werde der Erste sein, der zugibt, dass dies eine eher harmlose und unwahrscheinliche Theorie ist, aber es ist trotzdem eine Theorie. Im siebten und letzten Schuljahr von Harry, Ron und Hermine in Hogwarts gibt es die Vermutung, dass Draco Malfoy der Schulsprecher gewesen sein könnte. Diese Rolle wird normalerweise einem Oberpräfekten anvertraut und wir wissen, dass Draco vor dem siebten Jahr Oberpräfekt war. Hinzu kommt, dass Hogwarts zu dieser Zeit von Todessern regiert wurde und Malfoy wäre daher ein geeigneter Schüler für diese Rolle gewesen, da seine Familie dem Dunklen Lord treu ergeben war. Für alle, die sich fragen, ob Draco in seinem siebten Jahr überhaupt in Hogwarts war, sei gesagt, dass dies aus mehreren Gründen anzunehmen ist. Einer davon ist die Tatsache, dass Lucius Malfoy dem Werwolf Fenrir Greyback in die Heiligtümer des Todes sagt, dass Draco in den Osterferien von der Schule zurückkehrt. Nummer 3. Draco Malfoy war nie ein Todesser. Da die erste Theorie in diesem Video eigentlich nur für die Filmreihe gilt, ist diese Theorie ausschließlich für Fans der Romane. Wenn du die Harry Potter Filme gesehen hast, dann hast du das dunkle Mal auf Dracos Arm deutlich gesehen. In den Büchern ist die Frage, ob Draco ein dunkles Mal hat oder nicht, jedoch viel umstrittener. Vielleicht erinnerst du dich an eine frühere Theorie, die ich in einem meiner anderen Videos diskutiert habe, dass Draco ein Werwolf gewesen sein könnte und dass das Mal auf seinem Arm, das Harry im Buch nie richtig zu sehen bekam, in Wirklichkeit ein Werwolfbiss von Greyback war. Dies ist nur eine von vielen Theorien, die Alternativen dazu bieten, was auf Dracos Arm gewesen sein könnte, wenn es nicht das Mal eines Todessers war. Angesichts der Richtung und der Loyalität, die Draco nach der Schlacht von Hogwarts eingeschlagen hat, scheint es umso wahrscheinlicher, dass Malfoy sich nie wirklich von Voldemort verschrieben lassen hat. Dies macht mich offen für eine Idee, dass Draco kein offizieller Todesser war und sich nie wirklich in den Reihen der Todesser gefügig gefühlt hat und sich da eingenistet hat mit einem wirklichen Mal. Nummer 2. Harry Potter war in Draco Malfoy verliebt. In der Vergangenheit habe ich die Theorie erörtert, dass Draco in Hermine verliebt war oder zumindest für sie geschwärmt hat. Aber das hier ist neu für mich. Anscheinend hat der britische Schauspieler Tom Felton, der in der Serie die Rolle des Draco Malfoy spielte, gesagt, er glaube, dass diese spezielle Fantheorie wahr sein könnte. Nun, ich nehme an, dass Tom das nur oberflächlich gemeint haben könnte, da er dies in einer etwas sarkastischen Art und Weise neben seinem Harry Potter-Kollegen Rupert Grint, der in der Serie Ron spielt, gesagt hat. Die beiden Schauspieler lachten, als sie erklärten, dass Harry und Ron bei all der Aufmerksamkeit, die sie Draco schenkten, verrückt nach ihm gewesen sein müssen. Diese Theorie beruht auf einer ähnlichen Grundlage wie die Theorie, Draco war in Hermine verliebt. Nämlich, dass die ganze Aufmerksamkeit, die Harry Draco während der Saga schenkte, vielleicht von etwas anderem als Hass angefacht wurde. Hinzu kommt, dass Draco so leicht in der Lage war, Harry unter die Haut zu gehen. Eine weitere Eigenschaft, die oft mit intensiven, unerwünschten Gefühlen für einen anderen Menschen in Verbindung gebracht wird. Ich will nicht sagen, dass ich diese Theorie für wahr halte, aber wenn sie es wäre, sehe ich in Harrys Verhalten gegenüber Draco einen möglichen Beweis dafür. Nummer 1. Draco, Ron und Harry sind alle entfernt miteinander verwandt. Diese Theorie macht die vorherige ein wenig unglaubwürdig. Einige Fans glauben, dass es aufgrund der begrenzten Anzahl reinblütiger Zaubererfamilien irgendwann unmöglich geworden wäre, ein Reinblüter zu bleiben, ohne einen Verwandten zu heiraten, egal wie entfernt dieser auch sein mag. Tatsächlich gibt es mehrere Beweise für diese Theorie als nur die oben erwähnten Spekulationen. Cedrella Black war mit einem Septimus Weasley verheiratet. Die beiden hatten drei Kinder. Eines davon war wahrscheinlich Arthur Weasley, der natürlich Ron Weasleys Vater ist. Dracos Mutter war Narcissa Black, bevor sie Mrs. Malfoy wurde. Und James Potter stammte ebenfalls aus dem Geschlecht der Blacks ab. Nimmt man das alles zusammen, dann stammen Draco, Ron und Harry alle auf die eine oder andere Weise von einem Stammbaum der Blacks ab. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was haltet ihr von diesen Theorien? Habe ich irgendwelche Theorien über Draco Malfoy übersehen, die es eurer Meinung nach wert sind, erklärt zu werden?
Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.